Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorecore. Heute möchte ich mal einen genauen Blick auf die Draenodymos werfen. Ich habe die ja schon in dem alle fehlenden Gegner aus dem Resident Evil 3 Remake angesprochen, vor allem wegen ihrer neuen Reproduktion bzw. dem Fehlen der Brainsucker. Es gibt allerdings noch zahlreiche andere Aspekte der Draenodymos, die verändert und angepasst wurden und die wir in diesem Video besprechen können. Fangen wir erstmal mit dem Aussehen der Kreaturen an. Im Original Resident Evil 3 waren die Draenodymos im Grunde den Chimären aus Resident Evil 1 relativ ähnlich. Denn auch die Original Draenodymos wirkten relativ humanoid. Die Hinterbeine haben zum Beispiel eigentlich überhaupt nichts Flohhaftes mehr, denn mutierte Flöhe sollen die Draenodymos darstellen, sondern sehen schon fast sehr menschlich aus, während der gesamte Körperbau sehr stark humanoid wirkt. Das Abdomen, also der meistens recht prominente, für Gliederfüßer typische Hinterleib, fehlt vollkommen. Und das war beim alten Design der Draenodymos schon immer mein Hauptproblem in Verbindung mit ihrer Erklärung, mit ihrer offiziellen Lore. Denn eigentlich soll es sich bei den Draenodymos nur um Flöhe handeln, die durch das Saugen von infiziertem Blut selbst mit dem T-Virus infiziert wurden und deswegen mutierten. Okay, schön und gut, aber so wie wir den T-Virus kennengelernt haben, sollten Gliederfüßer, sowohl Spinnen als auch Insekten, nach einer T-Virus-Infektion wesentlich aggressiver und teilweise aber nicht unbedingt wesentlich größer werden. In der Struktur von mit dem T-Virus infizierten Gliederfüßern ändert sich normalerweise nicht sehr viel. Dass die Draenodymos, also die Flöhe, die Infizierten, in dem Fall aus irgendeinem Grund grotesker mutieren als andere Gliederfüßer, könnte ich noch akzeptieren. Dass sie allerdings sämtliche körperlichen Eigenschaften ihres Originalzustands im Grunde verlieren und stattdessen zu so humanoiden Wesen werden, ähnlich wie die Chimären, ist überaus seltsam, denn bei den Chimären handelt es sich tatsächlich um Insekten-Mensch-Hybriden. Menschliche Embryos wurden hier mit Insekten-DNA manipuliert, damit man dieses humanoid aussehende Wesen schaffen kann. Das macht beim Draenodymos einfach keinen Sinn. Deshalb fand ich es eigentlich ganz schön, dass die neuen Draenodymos tatsächlich ein bisschen insektenartiger aussehen. Ein bisschen flohartiger, wenn man so will. Es ist wieder ein Abdomen, also der Hinterleib, erkennbar. Wenn auch stark mit dem Körper verwachsen, aber gut. Und die Gliedmaßen sehen auch wieder viel insektenartiger aus. Allerdings sieht der Kopf fast aus wie ein menschlicher Schädel, zumindest der obere Teil davon. Man kann sogar, wenn man genau hinsieht, so etwas sehen, das wie gespaltene menschliche Zahnreihen aussieht. Ich meine, das ist seltsam und creepy, aber warum? Naja, doch auch die Lebensart der Draenodymos hat sich im Remake anscheinend deutlich geändert. Früher waren die Draenodymos wirklich noch ähnlich wie ihre Floh-Vorgänger. Ihre Floh-Identitäten, Blutsauger, die sich von menschlichem Blut ernährt haben und haben diese dann genug Blut aufgenommen, wobei das Opfer sehr oft verstorben ist, haben sie Eier gelegt. Aus diesen Eiern schlüpften aber dann keine neuen Draenodymos, sondern Brainsucker. Die Draenodymos waren im Grunde nur die erste Generation von infizierten Flöhen, die aber noch selbst als normale Flöhe geboren sind und innerhalb von weniger Tagen so riesig mutierten. Während die Brainsucker dann quasi der mutierte Nachwuchs war, die schon aus mutierten Eiern geschlüpft sind. Ob diese Brainsucker dann wiederum zeugungsfähig waren, ist irgendwie nicht klar und ich meine, aufgrund der relativ kurzen Lebensdauer der infizierten Stadt Raccoon City ist es überhaupt erstaunlich, dass es zu einer zweiten Generation gekommen ist. Ich meine, ja, Insekten vermehren sich schnell, aber diese Insekten sind riesig mutiert. Wo kommt die ganze Masse her, dass innerhalb von wenigen Tagen nicht nur winzigste Insekten humanoid groß werden, sondern dann auch noch Nachwuchs erschaffen, der humanoid groß ist? Aber gut, okay. Die Frage, woher die ganze Masse der Mutationen kommt, kann man sich bei vielen Resident Evil Gegnern stellen. Das ist so ein kleines Logikproblem, das sich durch die ganze Reihe zieht. Und spätestens in Teil 5 und 6 absolut ins Absurde gezogen wird. Aber davon wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Bei den neuen Draenodymos scheint diese Lebensart sehr stark verändert. Sie versuchen nun scheinbar nicht mehr das Blut ihrer Opfer zu saugen, sondern legen ihren Nachwuchs direkt in den
wird den Unfreiwilligen. So wie es aussieht, legen sie auch keine Eier mehr, sondern gebären ihren Nachwuchs lebend. Ach ja, nebenbei gesagt, die alten Raindimers waren alle weiblich und ihre Eier haben sich quasi selbst befruchtet. Beziehungsweise wurden sie nie befruchtet, sondern es hat einfach in unbefruchteten Eiern eine Entwicklung stattgefunden, so muss man es sagen. Sie waren also nicht zwittrig. Ich gehe also davon aus, dass das bei den neuen Raindimers immer noch der Fall ist. Könnten aber auch jetzt Zwitter geworden sein, man weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei. Sie legen also keine Eier mehr und trinken kein Blut mehr. Deswegen macht es jetzt aber eigentlich nicht mehr so viel Sinn, dass sie ihre Opfer mit ihren scharfen Klauen attackieren. Denn eigentlich will man den Wirt seines Nachwuchses nicht unbedingt umbringen. Denn könnte sich der Nachwuchs auch in toten Wirten entwickeln, würde es Sinn machen, diese gleich bei der Infizierung zu töten. Dann können sie sich nicht gegen die Infektion wehren. Aber gut, okay, mein Gott, hier dürfen wir nicht mit zu viel evolutionärer Logik rangehen, denn es handelt sich hier um quasi über Nacht mutierte Riesenmonster. Würden diese lang genug existieren, würden evolutionäre Mechaniken diese Quirks ausbessern und dieses unlogische Verhalten ausbessern oder die Art würde aussterben. Aber wie gesagt, bei über Nacht zufällig mutierten Mutanten ist alles möglich, auch wenn es keinen Sinn macht. Was bei über Nacht mutierten Rieseninsekten allerdings wirklich sehr schwierig zu erklären ist, ist die Atmung. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Insekten atmen eigentlich passiv über die sogenannte Tracheenatmung. Das heißt, sie haben kleine Löcher in ihrem Hinterleib und über diese kleinen Löcher wird einfach so Sauerstoff aus der umgebenden Atmosphäre aufgenommen. Dafür ist kein extra Behälter wie zum Beispiel unsere Lunge erforderlich. Und auch kein großartig komplexer Mechanismus wie Kiemen oder so. Und die sitzen einfach rum, die Luft fliegt rein, Sauerstoff wird rausgefiltert, Ende. Das funktioniert bei Insekten, weil sie extrem klein sind. Werden diese nun zu groß, könnte über diese passive Atmung auf keinen Fall mehr genug Sauerstoff generiert werden. Die Draindimers bräuchten also entweder eine aktive Atmung oder einen sehr viel höheren Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre. Mein erster Gedanke war, vielleicht herrscht ja im Nest der Draindimers tatsächlich ein höherer Sauerstoffgehalt und deswegen bleiben sie auch in ihrem Nest und verfolgen Chill nicht, als diese flüchtet. Das wäre irgendwie sogar ziemlich cool erklärt, aber andererseits explodiert nachher irgendwie ein Teil ihres Nestes und der Sauerstoffgehalt müsste für so große Wesen mit passiver Atmung wahrscheinlich sehr hoch sein und das würde dann wahrscheinlich zu größeren Explosionen in ihrem Nest sorgen. Deswegen ist das unwahrscheinlich, aber auch hier sind das halt mit dem T-Virus infizierte Monster und der T-Virus hat sehr viele magische Eigenschaften. Wenn also Flöhe quasi über Nacht so groß wie Menschen werden, plötzlich kein Blut mehr saugen, sondern Eier in ihre Opfer ablegen und einen menschlichen Schädel mit einer menschlichen oberen Zahnreihe entwickeln, dann kann man, glaube ich, auch auf die passive Tracheenatmung pfeifen und darüber hinwegsehen. Ja, und wie schon im Video zu allen fehlenden Gegnern gesagt, scheint ihr Nachwuchs den Draindimers sehr ähnlich zu sein. Man sieht die nur als kleine Spinnentierchen, die über dem Boden krabbeln. Die Brainsucker aus Resident Evil 3 aus dem Original sind allerdings gestrichen. Aber wer weiß, ob sich die kleinen spinnenartigen Tierchen, die eigentlich Insekten sein müssten, nicht doch zu Brainsuckern entwickeln würden, würden sie den Wirt länger bewohnen. Vielleicht gibt es sie ja noch. Sie erscheinen nur nicht im Resident Evil 3 Remake, da einfach die Fortpflanzung der Draindimers derart geändert wurde. Wer weiß. Aufgrund der fehlenden Blutsaugfähigkeit der neuen Draindimers macht ihr Name allerdings eigentlich nicht mehr wirklich Sinn, denn Drain ist das englische Wort für absaugen oder auslernen. Und das taten die alten Draindimers, die neuen nicht mehr. Daimos ist das altgriechische Wort für Schrecken. Okay, das passt immer noch ziemlich gut. Aber jetzt sollten sie eher Impregnate Daimos heißen. Yeah. Aber ja, das ist genau das, was sie machen. Im Grunde sind sie ein bisschen wie die Facehugger aus Aliens. Das Gegnerdesign aus Resident Evil 3, dem Remake, steckt ja voller Referenzen zu 80er und 90er Jahre Kultfilmen. Der neue Nemesis ist beispielsweise ein wunderschönes Abziehbild des Original Terminators aus Terminator 1. Und auch die Draindimers sind offensichtlich eine Mischung aus die Fliege und der Facehugger aus der Alien-Franchise. Darauf deuten ja schon im ersten Teil des Spiels
die Filmplakate in der U-Bahn hin, die alle sehr deutliche Referenzen von 80er und 90er Jahren Klassikern sind. Vor allem natürlich aus dem Horrorbereich. Wobei die Fliege natürlich schon eine ganz eindeutige Designvorlage für die Drain Dimers, vor allem auch die Brainsucker, aber im Grunde auch die Chimären schon in Resident Evil 1 darstellte. Eine Sache gibt es noch, die man den neuen Drain Dimers durch ihre neue Fortpflanzung tatsächlich zugute halten sollte. Denn die alten Drain Dimers machen nicht wirklich Sinn, wenn man das Ganze ein bisschen logisch betrachtet. Denn wie schon erwähnt, handelt es sich um eine zufällige, um eine unregulierte Mutation, die die Flöhe in Raccoon City zu Drain Dimers werden lässt. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass einfach alle Flöhe, die mit dem T-Virus infiziert sind, zu ähnlichen Monstern werden, müsste man davon ausgehen, dass überall, in jedem Spiel, in jedem Gebiet, das mit dem T-Virus infiziert ist, solche Geschöpfe entstehen. Denn egal ob in den Wäldern der Arklay Mountains oder in irgendwelchen Forschungseinrichtungen, schon allein durch die Anbindung an eine Kanalisation und die dort lebenden Ratten, ist es extrem wahrscheinlich, dass Flöhe mit dem T-Virus in Kontakt kommen. Es ist im Grunde nicht wirklich vermeidbar. Deswegen sollten die Drain Dimers eigentlich überall und zwar in extrem großer Zahl auftreten. Das ist allerdings nicht so. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es wirklich eine irreguläre Mutation ist. Eine extrem seltene und zufällige Mutation. Wahrscheinlich sterben die meisten Flöhe, die infiziertes Blut trinken, einfach sofort. Und gut möglich, dass nur ein einziges Mal ein Drain Dimers entstanden ist. Man kann also davon ausgehen, dass vielleicht nur bei einem einzigen Floh diese Mutation stattgefunden hat, die ihn zu einem Drain Dimers hat werden lassen. Die alten Drain Dimers, die, wenn sie jetzt Eier legen, Brainsucker hervorbringen, hätten sich quasi nicht in so großer Zahl replizieren können. Die neuen, wenn man davon ausgeht, dass die kleinen Baby-spinnenartigen Insekten, die man erbricht, nachdem man infiziert wurde, tatsächlich zu Drain Dimers heranwachsen, könnten sich eben durchaus selbst vermehren und schon ein einziges schwangeres Individuum hätte quasi wirklich eine ganze neue Population von Drain Dimers hervorbringen können. Vielleicht ist allerdings die Sterberate bei Flöhen einfach nur extrem hoch. Wenn sie mutieren, werden sie allerdings alle zu Drain Dimers. Gut, so könnte man auch die alten Drain Dimers erklären. Die neueren sind definitiv ein bisschen plausibler und leichter zu erklären. Eine einmalige Mutation, die nie wieder vorkommen wird und sich auch im Labor wahrscheinlich nicht so leicht reproduzieren lässt. Es gibt übrigens noch eine andere Spezies von mutierten Flöhen, die zur gleichen Zeit in Raccoon City unterwegs sind, nämlich die Megabyte und ihre Mutter, die Gigabyte. Auch bei der Gigabyte handelt es sich eventuell oder wahrscheinlich um eine absolut einzigartige Mutation, die die Megabyte alle als ihren Nachwuchs hervorgebracht hat. Diese Geschöpfe sind sehr viel Floh-ähnlicher und sehen eher so aus, wie man das bei mit dem T-Virus infizierten Insekten erwarten würde. Und leben interessanterweise in einer Hierarchie, in einer insektenkolonieartigen Hierarchie, wie man das eigentlich eher von Ameisen und Bienen kennt, aber nicht von Flöhen. Und etwas ganz Ähnliches können wir bei den Drain Dimers betrachten. Also keine direkte Hierarchie, aber sie bauen sich ein Nest und leben dort gemeinsam. Gibt es da einen Zusammenhang? Wer weiß. Auf jeden Fall irgendwie interessant. Na gut, aber jetzt weiß ich, glaube ich, wirklich nichts mehr. Die Drain Dimers in ihrer alten und neuen Version im Vergleich haben wir hier, glaube ich, gut abgehandelt. Wenn euch noch irgendwas zu dem Thema einfällt, wenn ihr noch Ergänzungen habt oder Fragen oder andere Erklärungsansätze, wie ich sie teilweise liefere, könnt ihr mir das alles sehr gern in die Kommentare schreiben. Natürlich genauso eure Meinung zum Design der alten und der neuen Drain Dimers. Und zum Fehlen der Brainsucker natürlich auch. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.